Während die breite Öffentlichkeit noch die Crysis 3 Mehrspieler-Beta nur spielen kann, haben wir schon das komplette Game durchgezockt, namentlich Felix Schütz von der PC Games. Und der erklärt mir jetzt gleich mal kurz, wie kann es sein, dass du ein Spiel so lange vor Release schon durchgespielt hast? Naja, Spielredakteur. Ja, wir waren bei Crytek vor Ort und haben da den Singleplayer mehrmals durchspielen können, auch auf verschiedenen Plattformen. Und ja, haben das ganze Spiel jetzt gesehen. Und jetzt möchte ich natürlich sofort wissen, was ist dir so an Besonderem aufgefallen, so Richtung Gameplay und so weiter? Was ist so die herausragenden Dinge? Was ist mit dem Bogen zum Beispiel, der jetzt neu ist? Ja, ich denke, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass Crytek ja versucht hat, mit dem dritten Teil so ein bisschen diese goldene Mitte zu finden zwischen Crysis 1 und 2. Crysis 1, das sehr offen war, und Crysis 2, das verhältnismäßig linear war. Und das hat sich auch vorher schon abgezeichnet, dass ihnen das wirklich gut gelungen ist. Also diese, du merkst es gerade an diesem Setting. Sie haben halt diesen schönen Spagat jetzt geschaffen zwischen diesem New York-Stadt-Setting und einem Dschungel-Setting. Und ich denke, es ist vom Gameplay natürlich sehr ähnlich wie Crysis 2, aber das Setting ist halt wirklich so der Star von dem ganzen Spiel. Also diese Levels, die du da besuchst, das hat so was, du willst eigentlich hin und wieder einfach stehen bleiben und gucken. Und ich denke, das ist was Crysis 2 ganz stark gefehlt hat, weil es halt einfach eine Stadt war. Weißt du halt einfach, wie sie aussieht. Und in Crysis 3 sind es wirklich jetzt Umgebungen, Levels, wo du denkst, oder Fuchs, da hat sich einer aber echt mal Mühe gegeben. Apropos Mühe gegeben, was ist mit der Story? Also ist es jetzt so ein Trilogiebogen, der sich jetzt da quasi schließt mit dem dritten Teil? Oder ohne zu viel zu verraten, ist es nur ein Zwischenteil oder wird die Story wirklich auch richtig cool, konsequent weitergeführt? Wie läuft das jetzt da? Willst du wissen, wer am Ende stirbt? lass mich nachdenken. Ist Bruce Willis wieder mal tot? Ich glaube, Crysis war sogar mal als Trilogie geplant und angekündigt, aber ist jetzt auch schon wieder gefühlte 10 Jahre her. Ja, kurz gesagt, ja. Also die Geschichte wird in dem Sinne, sie findet ein Ende, es ist tatsächlich der Abschluss einer Reihe. Ich will jetzt nicht sagen, ist es ein offenes Ende oder geht am Ende die Menschheit runter oder sowas, ja, die Spannung soll ja gewahrt bleiben, aber ja, also sie versuchen es durchaus auch bemüht, viele Story-Elemente aus den ersten beiden Teilen aufzugreifen. Man muss ja mal sagen, dass zwischen Crysis 1 und 2 gab es einen ziemlich großen Story-Sprung, da hat es einen anderen Protagonisten, die Aliens sahen anders aus. Und das hat nicht allen so gepasst. Und der dritte Teil versucht da, diese ganzen Bits da aufzugreifen und irgendwie zu was halbwegs Schlüssigem zusammen zu wursteln. Und ja, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Story ist, der man sehr leicht folgen kann. Und vielleicht auch nicht die beste Story aller Zeiten. Aber ich finde, sie machen einen ziemlich guten Job, dieses Gesamtpaket Crysis damit jetzt wirklich abzuschließen. Und ich denke, was die meisten Leute, die sich für die Story interessieren, was die vielleicht jetzt freuen dürfte, ist einfach, dass die Geschichte sehr stark auf den Protagonisten zugeschnitten ist. Also es geht wirklich um Prophet. Der redet jetzt auch wirklich die ganze Zeit. Der Nebencharakter, der Psycho, den man ja aus dem ersten Crysis kennt, der spielt jetzt eine große und wichtige Rolle. Und das macht das Ganze halt einfach auch dramatischer und packender als im zweiten Teil, weil du da diesen stummen Protagonisten hattest. Und ganz, ganz wichtig für mich bei Crysis, also bei der ganzen Serie und natürlich bei allen Crytek-Spielen, wie sieht's aus, das Spiel? Ja, ich möchte jetzt nicht für die Konsolenfassung sprechen. Ja. die PC-Fassung sieht, also das muss man halt echt sagen, die sieht abartig aus. Also sieht wirklich saugut aus. Bei Crysis 2 war ja noch so ein bisschen, es hatte so ein Gefühl von, das haben sie ein bisschen zurückgehalten für die Konsolenfassung und das ist da jetzt definitiv nicht so. Also kann man mit Fugenrecht behaupten, da sind einige Szenen dabei, die gehören zum beeindruckendsten, was ich im Shooter-Genre bislang gesehen habe. Es gibt da so eine Stelle in dem Spiel, da bist du in so einer riesigen Höhle und wenn du nach oben guckst, dann fällt da so das Licht rein und Fledermäuse fliegen vorbei und Wasserfälle und so. Ja, und du stehst halt einfach da, schaust es an, denkst dir, hier, alter Vater, das sieht so geil aus. Ich habe jetzt gerade gar keine Lust, die Aliens zu erschießen. Sondern du hast wirklich Lust, dir einfach nur diese Umgebung anzugucken. Und das ist halt, bei Crysis 2 gab es das eigentlich nicht so.
Und da ist es halt für mich sehr ähnlich wieder wie in Crysis 1, wo du halt auch teilweise einfach mal da gestanden bist, dir die Sonnenaufgänge angeguckt hast. Und das ist da hin und wieder auch so, ja. Das klingt schon mal gut und ich würde sagen, ihr solltet bis zum Embargo noch ein bisschen warten, weil dann gibt es auch die finale Wertung von uns, unter anderem online und auch im Heft. Und dann werden wir mal sehen, was der Felix so am Ende des Tages als Fazit zu Crysis 3 sagt.